das, was mich am meisten treibt beim Malen, ist es, die Gegenstände im Bild zu finden und dann zu entdecken, dass vielleicht ein Licht jetzt hier an der Stelle auf den Gegenstand fällt, was mich an was erinnert, eine Assoziation hervorruft, die den Gegenstand auch wieder verbindet mit einem konkreten Ort oder mit dem nächsten Gegenstand, sodass eine Art von narratives Geflecht entsteht, was für mich das Ganze in einen Ort, in eine Zeit einbettet und einen Raum aufmacht, von dem ich hoffe, dass er dann für jemanden, der kommt und schaut, auch wieder eine Tür, ein Fenster aufmacht zu einer eigenen Erinnerung, zur eigenen Vorstellung von dem Gegenstand, von dem Licht, von der Situation. Das, was ich als Expedition beim Malen selbst erfahre, auf subjektive Art, bei jemandem, der kommt und schaut, nochmal eine Art von, ja, geistige Reise ermöglicht.